So. Und machen einfach doch gleich. Zack. Ach, dreh dich um. Ja, super. So läuft das doch genau richtig. Anscheinend, wenn ich ziemlich nah an ihm dran stehe, schwingt er nicht seinen Rock und springt mir hinterher. Jetzt wird's dann doch ein bisschen knapp mit der Magie. Oh, das macht mich ein wenig nervös. Ich weiß auch nicht, was ich mache, wenn ich keine Magie mehr habe. Oh, okay, das war knapp. Aber natürlich nur ein Zwischengegner. Hey, dann retten wir das letzte Mal diesen verfluchten Baum gesehen. Und dann wieder wechseln. Zack. Ach, das wäre jetzt auch zu schön gewesen, ein Leben zu bekommen. Was ist das? Okay. Nicht die große. Wer sein Maul zu weit aufreißt. Und wieder Game Over. Ich glaube, wenn wir was oft sehen werden, dann ist es das. Game Over. Und los geht's. Aber jetzt. Und Münzen, Münzen. Top. Okay, einfach nur richtiges Timing. Und ein bisschen Konzentration, gar kein Problem. Und, ach, zu früh, zu früh. Die halten das Ding ja ewig da oben. Und jetzt. Und hopp. Und warten. Und nicht runterfallen. Und Glück gehabt. Ach, verfluchten Land, das war so ein Scheißfisch. Oh, Gott sei Dank, noch unverwundbar gewesen. Oh, Erleichterung. Okay, das Level ist länger geworden. Wenn jetzt noch... der schießt mich. Nein, es liegt nicht an der Steuerung und ich werde es nicht auf das Spiel schieben, denn... Nein, das war ganz allein mein Fehler. Tap. Und tap. Und nicht erwartet und beinahe wieder gestorben. Okay, die lasse ich jetzt einfach da liegen. Wieder ein wenig Blätter sorgen. Okay, das war enge. Ich dachte schon. Was ist denn das? Ach, ich ahne Schlimmes. Endgegner. Das sagt schon die Musik. Und ja, wird es erwartet im Wald eine Spinne. Aber bisher scheint die ja ganz leicht zu sein. Weicht einfach aus. Und greift sie dann ein bisschen an. Wenn da nicht das Loch in dem Boden wäre. So viel zum Thema, es ist ja ganz einfach. Und... So. Jetzt einfach dieses Blatt runtersurfen. Und das war ja direkt hier. Wobei, was befindet... im Prinzip hätte ich mich auch einfach fallen lassen können. Da gibt's ja ein Geheimnis. Nein, gibt's nicht. Sinnlos. Diesmal verschwende ich die Flasche nicht. Ich warte nämlich, bis ich fast keine Magie mehr habe, bevor ich überhaupt was mache. Nicht sehr schlau, der Gegner. Okay, sein Hinterteil kann ich nicht durchschießen. Das war knapp. Jetzt möchte ich es noch nicht benutzen. Oh, jetzt ist er böse. Und ich habe ein Problem. Ich stecke hier ein bisschen fest.
Ach, verflucht, lass mich hier weg. Oh, cool. Oh, ich dachte schon, das war's jetzt. Also jetzt auch noch nicht der gefährliche Gegner. Und der Held ist natürlich Mickey. Dark Forest Clear. Totes Quo, nicht schlecht. Der addiert sich anscheinend immer mit dem Vorlevel. Ein Spiel, was man anscheinend mehrfach durchspielen soll. Hä? Es ist noch nicht vorbei. Was ist jetzt los? Ist das schon das nächste Level? Ich hätte es nicht wegdrücken sollen. Yeah, es ist das nächste Level. Und wir fallen nach unten. Hey. Ja, es wird... Stopp. So sein. Genau. Ich darf nicht um an die Decke kommen. Wo bisher ist das keinerlei Problem. Du bist bestimmt voller Münzen. Jetzt wo ich weiß, dass es einen Laden gibt. Ach. Oh, ich wusste es. Ich hätte drauf springen sollen. Da war jetzt bestimmt was Spannendes drin. Oh, wieder so ein nerviger Gegner. Verschwinde. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Perfekt. Einfach ducken ist die Devise. Man muss nicht immer alles töten, habe ich das Gefühl. Und hier ist jetzt... Ah, lästig. Kein Problem. Und ab geht die Talfahrt. Immer tiefer, tiefer. Okay, das war jetzt vielleicht nicht gerade clever. Okay. Wie? Gegner? Hier? Ah, super. Ich habe eine Flasche verbraucht. Okay, ich muss jetzt echt zugeben, das hat mich überrascht. Okay, das ist aber überschaubar an Fähigkeiten. Ein bisschen schnell bewegen, ein bisschen schießen. Ich muss nur von der Flasche wegkriegen. Ach, Göttchen, war der einfach. Und ich hatte mir jetzt echt Sorgen gemacht, dass ich dran bin. Hey, vielleicht mal einen Abschnitt am ersten Versuch geschafft. Und das nächste Outfit, ein Feuerlöscher, genau. Und er kann natürlich Wasser schießen. Jetzt tauchen natürlich dafür auch Wasser, also wasseranfällige Gegner auf und das nicht zu knapp. Ja, das ergibt keinerlei Sinn, warum ich das mache. Hab einfach das Gefühl, man sollte es tun. Und verschwinde natürlich damit das kostbare Wasser, was ich so habe. Ah, anscheinend hätte ich dann nach oben gekonnt. Geheimnis verpasst. Egal. Wer hätte das erwartet? Ein Feuer... Nein, ich hätte ja noch ein Leben. Okay. Nutzen wir die Chance, um... Göttchen, wie oft kann ich das eigentlich machen? Boah, nutzen wir jetzt die Chance, um zu sehen, was sich dort wohl für ein Geheimnis verbirgt. Und auf geht's. Action, yes. Boom, kleines Flammending. Fliegendes Flammending. Alles böse Flammendinger, muss ich sagen. Aha. Ein Feuerlöscher und darauf geht das Geheimnis. Dann spüle ich dich mal hier nach drüben, du blöder Fels. Und komm runter. Ja, es ist wirklich ein geheimnisvoller Weg und eine Tür. Ich habe so das Gefühl, das endet jetzt in einen Laden, aber schauen wir doch.